Safety Leash, Chicken Dick, Sinuskurven, Wasser, Windfenster, The Chicken Lip, Kite, Hang Loose. Bestrebt, auch neuen frischen Wind in unser Sportprogramm zu bringen und haben deswegen das Kites of Camp ins Leben gerufen. Und es hat ja auch uns das letzte Jahr gezeigt, dass es wirklich ein sehr guter Ausgleich ist für die Studenten, auch im Hochschulsport, mal Kiten auszuprobieren. Ich finde, wenn man anfängt, ist es alleine schon schwer, den Drachen zu steuern. Den Schirm zu kontrollieren, die Richtung genau zu bestimmen. Und wenn man es eben den einen Tag geschafft hatte, dann war am nächsten Tag wieder ganz anderer Wind und man hat wieder von vorne angefangen eigentlich. Natürlich muss man da auch ein bisschen Geduld mitbringen. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Die ersten gefahrenen Meter, das war wirklich schon, das war echt so toll. Am schönsten war es, als es mich als das erste Mal aus dem Wasser gehoben hat. Wenn man sich ein Ziel setzt und dieses Ziel dann erreicht, egal bei welcher Sportart, ist halt immer ein Adrenalinkick, ein Glücksgefühl, was man dann hat. Man hat hier absolut seine Ruhe, also würde ich so die perfekten Bedingungen schlechthin. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es einfach eine tolle Woche ist, die man hier haben kann. Ja, ich denke mal, für den Preis ist es schon mal unschlagbar. Ich würde wieder einen Kurs machen. Und wenn die zufrieden sind, die Studenten, dann sind wir das natürlich auch und würden das natürlich auch weiterführen. Ja. Weil es cool ist. Okay. Nee.